Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ihr seht hier, alles voll. Jo, ich mache jetzt erstmal mit euch einen Odin war einkaufen. Und zwar habe ich heute, also hier die Pakete kamen so noch, heute Vormittag, aber ich mache mal erstmal das mit euch. Ich war nämlich beim Netto, diesmal beim Schwarzen. Und da habe ich den Teppich gekauft, so einen langen Teppich für den Flur. Schatzi, der soll für den Flur sein, oder? Ich soll die Klappe halten. Schatzi hat gesagt, der ist toll, weil ich habe sowas noch nicht und ich brauche sowas. Und dann habe ich gesagt, kaufe ich. Und dann habe ich hier was gesehen, für Fürth Klo, in Grau, weil ich habe nur in Weiß, was jetzt grau ist. Also ich habe... Das sind die Katzen. Und dann das hier, ja, also ich habe sowas schon, aber in Weiß. Das Weiß sieht aber jetzt auch grau aus. Nicht so dunkelgrau, aber hellgrau. Und deswegen habe ich gesagt, muss was Neues her. So, für die Dusche, für die Wanne hat Schatzi schon so ein Ding geholt, im Blau, so ein riesenlanges Ding. So, das war's, was war heute. Ich habe noch ein Kirschkernkissen geholt, das kann ich euch nicht zeigen, das ist bei meiner kranken Frau am Rücken. Was denn, ist doch an deinem Rücken. Das ist in Form von einem Schaf. Weil meine Frau mag Schafe. Und da ist so ein Schaf und da ist halt ein Kirschkernkissen drin. Das nimmst du raus, machst Mikrowelle, machst, ich kannte sowas vorher nicht, aber es gibt wirklich Kirschkernkissen. So, dann habe ich hier noch ein Paket. Also das machen wir danach. Bleiben wir mal erstmal ein bisschen männlich, halbwegs männlich. Habe ich hier noch was, das packen wir gleich mal aus. Ich hoffe, das ist da drin, das, was ich denke, was da drin ist. Habe ich ja jetzt lange genug gewartet. Das kommt, wenn das ist, was ich denke, dass das ist, dann kommt das eigentlich aus Berlin. Und das hätte hier viel früher sein können. Und ich habe 5 Tage gewartet, bis das mal hier herkam. Also weiß ich nicht. Also das ist jetzt kein Amazon Prime Versand. Ja, gut. Gut und schön. Ach so, da kann man einzeln rausziehen. Okay. Gut und schön, dass es kein Amazon Prime Versand ist, aber 5 Tage für einen Ort, der hier von mir 50 Kilometer weg ist, dafür brauche ich normalerweise, wenn man es normal zur Post bringt, höchstens einen Tag hinbringen, dann ist es den Tag auch noch unterwegs. Maximal 2 Tage, wenn man es spät hingebracht hat. Und hier warte ich jetzt über 5 Tage drauf. Ich muss mal meine Bestellhistory gucken. Ich habe es vorige Woche bestellt. Anfang vorher Woche bei Amazon. Ja, und hier habe ich jetzt extrem lange gewartet, dass die Scheiße endlich mal ankam. So, ach so. Ach so wird das aufgemacht. Okay. Ach, das sind zwei. Ach, okay. Gut. Das sind 2 Pakete. Ach, ist das eine Technik hier, ey. Hätte man ja auch mal anzeichnen können. Irgendwann schneide ich mir nochmal die Pfoten auf, ey. So, haben wir einmal. Oh, ist das clean. Ich habe gedacht, das ist größer. Werde ich zurückschicken, neue haben. So, einmal. So. Ach, hier geht's ganz auf. So. So, und hier könnt ihr das sehen, das ist ein Brett mit, ist aber ein bisschen klein, oder Schatzi? Ein Tablet, aber ist ein bisschen klein, Schatzi, für Frühstück, oder? Wenn ich das jetzt so bei mir, da passen meine dicken Beine ja nicht durch. Mein Frühstück reicht. Meinst du, das reicht aus? Weil das so klein aussieht. Fräuchen sagt, das reicht aus. Ja, und dann kann ich dann halt hier ausklappen, da sind so Bienchen dran, können wir gleich mal machen hier. Ich werde mal später, werde ich mir bestimmt noch mal 2 bestellen in eine Nummer größer. Werde ich auch hier raufschreiben, dass meins, also Odin und Namen darf ich ja nicht sagen. Namen darf ich nicht sagen von meiner Frau, deswegen kann ich jetzt, also auf meins kommt Odin, auf andere kommt Frau. Oder darf ich nicht sagen, schreibe ich auf. Genau. Ich bin ein liebes Arschloch, hast du gesagt. So, gucken wir das uns mal an hier. So. Und so ist das denn. So. Und dann habe ich das hier zu stehen. Und dann kann ich hier mit den Bienen und dann kann ich hier vernünftig essen. Stabil sieht's aus. Bisschen clean. Aber ich muss ja hier meinen Namen raufschreiben, dass ich weiß, welches meins ist. Weil wenn ich meinen Käse hier raufnehme mit... Dann richtet etwas nach meinem Esrom-Käse und dann hasst das Frau. Das Frau hasst das.
So. Dann haben wir das ausgepackt. Jetzt kommt das nächste. Das habe ich zwar gekauft, aber Frau hat bezahlt. Ein Nagelstudio. Weil Frau will jetzt Nägel selber machen und nicht mehr wohin gehen. Und habe ich gesagt, gibt es bei Amazon. Haben wir geguckt. Und Frau hat gesagt, toll, bestell. Und da habe ich bestellt. Erstmal noch eine Latte hier. Ah. Oh, hast du ja, guck mal, hier hast du ja Zettel mit bei. Also hier musst du bestimmt auf jeden Fall nochmal nachlegen. Erstens Nagelhaut, vorsichtig. Oh, hier ist ja richtig komplette Anleitung mit bei. So soll es sein? Ja. Okay. Du hast 5 Milliliter Camouflage UV-Gel. Ist ja sehr schön ausgesprochen. Camouflage ist ja. Tarnfarbe. Hast du denn Tarnfarbe an den Fingernägeln? Ja? Nee, ja, ist das so? Ist das durch? Wisst ihr, wie viel Text das ist? Das lese ich mir nicht durch. 5 Milliliter 3 Phasengel. 5 Milliliter glänzendes Ferrapfgel. Dann, ach, das ist das hier, Worlds of Nails. Da haben wir das her. Die haben auch eine Webseite. Und hier haben sie noch mehr Zeug. Also da werden wir bestimmt auch nochmal bestellen müssen. Nachschub. Also wenn die Qualität jetzt hier vom ersten Eindruck gut ist, dann kann man da ruhig öfters bestellen. Weil, ach ja, genau, Blumengutschein, Blumen 2000. Weil, ach, Lotto auch noch für einen Euro. Weil, wenn das wirklich so ist, dann ist das so gut, weil dann braucht man nicht immer ständig wechseln. Was ist denn das? Die Lampe? Nee. Irgendwas. Ach so, mein Handpad. Was ist das? Da mach ich die Hand drauf. Oder? Nee, das sind lauter kleine, viereckige Dinger. Die Tupper, ja. Die Tupper. Tupfer. Weil Tupperware kenne ich, aber Tupfer. Tupfer haben wir bei. Wozu braucht man Tupfer? Um die Nägel abzuwischen. Wieso willst du die abwischen? Du willst die da drauf machen? Mensch, sind mehrere Farben. Ich klebe ein. Ich klebe Farben runter abwischen. Okay. Isopropanol. Keine Ahnung. Ey, sowas dürfen sie mitschicken, ist da aber bei Liquid Rings. Egal. Oh. Das ist die Lampe. Das ist die UV-Lampe, ja. Und hier haben wir dann noch jeweils 5 Milliliter von den Gel. Und hier ist noch irgendein Edding ist auch mit bei. Permanent Pen XXL. Das ist ein Edding. Nein, ist das nicht. Das sieht aus wie ein Edding. Das ist ein Edding. Nee. Das ist ein Edding. Da guckt euch die Kappe an, das ist ein Edding. Ich setze mir meine Brille extra auf. Ja, das Kabel reicht. Schon alle getestet. Ach, hier sind so ja Glitzer. Ja, oh, Glitzerherzen sind damit bei. Die machst du aber rauf. Nicht? Ja? War das jetzt Ironie, Sarkasmus, ja oder ein richtiges Ja? Ist alles gut. Okay, ein richtiges Ja. Ich sehe mal bei Ironie und Sarkasmus nie durch. Und hier sind noch irgendwelche langen Dinger mit bei. Nee, die sind Pinsel, gar kein noch ein Pinsel, das sind die anderen Dinger. Aber hier sind so eine breiten, langen Dinger noch mit bei. Ach, das ist so eine Schubber-Dings, wa? So ein... Ja, ja. Pfeile. Nein. Und wozu ist der komische viereckige Klotz? Um meine Nägel glänzend zu machen. Der ist aber... Der ist... Ja. Wieso macht der die glänzend? Lass das rein. Da kannst du doch auch den Schaumstoff nehmen aus der Kiste, das sparen wir Geld. Nicht? Nee. Aber du hast doch gesagt, der ist Schaumstoff. Ja, ja. Ich habe ohne Schaumstoffmatratze. Nehmen wir schnell mal davon was weg. Okay, das ist was anderes. Frau sagt, dann ist okay. So, jetzt gucken wir uns mal die UV-Lampe hier an. Boah, Alter, wenn das so weit geht, Schatzi, dann muss ich noch anbauen hier für dein Zeug. Oh, noch? Dann können wir, das UV-Zeug kannst du damit drin packen bei mir, in meinen Wickelschrank. Da hinten ist mein Liquid-Schrank, da kann ich die auch noch in untere Fach freimachen. Ist gar nicht mal so schwer, das Ding.
Oh, mit Anleitung alle drum und dran. Oh, hier, guck mal, hier ist der Schaumstoff drin. Der bleibt da drin. Wieso bleibt der da drin? Lass den doch mal da. Ah! Was A? Guck mal, hier glitzert es blau. Ja, das ist UV, soll ja reflektieren. Ach, das soll reflektieren, okay. Reflektiert auch, da oben reflektiert es auch. Und alle vier Lampen sind noch ganz. Hier sind vier Lampen drin, Schatz. Ja, bei dem anderen Ding, was wir uns angeguckt hatten, da war nur eine drin. Ja. Da sind vier. Ja, das sind vier. Mach wieder weg. Was? Das Ding. Habe ich gut ausgesucht, oder? Ja, gutes Mann? Gut ist meine Belohnung verdient heute. Oh. Belohnung. Das gehört nicht in die Kamera. Das gehört nicht in die Kamera. Ja. Aber ich krieg Belohnung. Den Knall krieg ich doch ständig. Fuß? Ach, hier kannst du einstellen oder was? Die Intensivität. Hier steht Fuße drauf. F-U-S-E. Nee, kann man rausdrehen. Ach, das ist eine Sicherung. Das Ding hat so ja eine Sicherung. Ich mach, Hase, ich mach's dir nicht kaputt. Du hast schon eine kaputt gemacht. Was hab ich? Beim Machen hast du schon eine kaputt gemacht. Ja, beim Machen habe ich schon eine kaputt gemacht, hast du recht. Hier ist eins. Timer. Aus. 120 Sekunden Timer. Coole Sache. Also hier kannst du wirklich einiges mitmachen. So, dann packe ich dir das mal hier wieder ein, wa? So, ich leg das erstmal so alles vorsichtig drin hier. Dann mache ich dir Platz im Schrank und dann kriegst du da halt deinen eigenen Schrank für dein Nagelzeug. Was? Das machen wir heute noch. Ja, ja. Ich lege das jetzt nur erstmal weg, dass ich den Tisch wieder frei habe. Und dann kriegst du halt Platz im Schrank. So. Ups. Die guten Gutscheine. Oh! Heuiuiui. Und wenn ihr denkt, das wart, habt ihr euch geirrt. Erstmal Latte. So. Hier habe ich noch was Schweres. Da habe ich noch zwei andere Sachen bestellt. Die kommen aber erst noch. Aber gut verpackt hier. Und eine Tüte Gummibärchen kannst du haben. Davon kriegen wir Zahnschmerzen. Ich packe das auch gleich aus, dass ihr seht, was das ist. Ich will vorher nur mal reingucken. Was haben wir hier? Die wird die Gummibären haben? Give me 5%. Lieber Dampfer. Das Smoking Bull Team bedankt sich ganz recht herzlich für den Einkauf mit einem 5% Gutschein für den nächsten Einkauf. Oh, ich habe einen 5% Gutschein, den kann ich aber jetzt nicht in eine Kamera zeigen, sonst nehmt ihr den, ja. So, Smoking Bull. Also kriegen wir nächstes Mal 5% Billiger. Hier ist nochmal meine Rechnung. Minus 2% den Google Gutschein, ich hatte von Google einen Gutschein gekriegt. Und das andere, das habe ich vor Smoking Bull bestellt und das war, die Aromen sind immer noch nicht da. Da kann man mal sehen. Also Smoking Bull ist da echt schnell. So, ich packe das erstmal aus. Ich habe nämlich was Schönes bestellt. Weil der Sascha hat gesagt, das musst du holen. Das nehme ich immer, das ist geil, das musst du nehmen, musst du mal testen. Und warum soll ich da nur kleine Mengen nehmen, dann nehme ich gleich große Mengen. Ich habe hier mir von Smoking Bull die Nebelfee-Basis bestellt in einem Liter. Erstmal Grüße an die Nebelfee, unbekannterweise. So, da seht ihr das. Und das sind 6 Milligramm Nikotin. Jetzt werdet ihr sagen, 6 Milligramm ist ein bisschen hart, war vor allem so um. Ja, für mich auch. Ist ja nicht für mich, ist für Frau. So, da. 3 Milligramm. Das ist für mich. So, zweimal Basis, Nebelfee-Basis. Und dann kommt jetzt noch Red Astea und Buttermilk kommt noch. Und bei meinem Bruder habe ich noch mitbestellt, der hat bei Flavor Smoke bestellt. War ja jetzt wieder Aktion. Da habe ich mir C1 mitbestellt, einmal in 3 und einmal in 6 Milligramm Nikotin
für mich und für meine Frau zum Kosten. Weil Sebastian hat gemeint, das musste kosten, das ist so lecker und das klang auch richtig lecker. Und deswegen habe ich jetzt erstmal nur 10 Milliliter, praktisch 20 für mich, 20 für Frau, mitbestellt. Ich wollte eigentlich noch mehr, aber durch die Base und den Red Astea und Buttermilk habe ich ja auch gleich 100 Milliliter Aroma bestellt. War auch gleich über 20 Euro. Jetzt das, was ihr hier alle gesehen habt. Und ich spare ja auch gerade auf Geburtstag, weil meine Tochter hat nächsten Monat Geburtstag. Ist das alles ein bisschen teuer, deswegen habe ich gesagt, Fusa. Und dann will ich mir noch ein Boxspringbett kaufen. Das spare ich jetzt auch gerade noch nebenbei. Pack mir immer so ein bisschen Geld weg. Und dann will ich mir ein Boxspringbett kaufen. Da wird es auch ein Video geben, wenn ich das Boxspringbett habe. Ja, die Katze jault auch gleich. Aber in Benutzung nicht. Also nur so zeigen. Mein neues Boxspringbett. So. Das dauert aber noch ein paar Monate. Damit verabschiede ich mich jetzt hier erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.